Na komm. Ist der bescheuert. Okay, ich auch. Ich auch. Mich hat's auch erwischt. Ich glaube, ich muss mir doch mal ein paar größere Feuerzauber zulegen. Na komm. Habe ich nicht noch was Größeres als das? Wo haben wir es? Zerstörung. Blitz, bla 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 bla. Feuerblitz, hier. Verbrennen ist auch Experte. Ein Feuerstoß. So ein Feuerblitz, 31 Schadenspunkte. Ne, wir nehmen mal den dann. Das ist ja schon Expertenzauber. Oh. Das war gut. Sorry. Das war echt gut. Ja, ich bin so leicht zu unterhalten manchmal. Okay, nee, aber der überzeugt mich auch noch nicht wirklich. Feuerblitz, weil der frisst ja richtig Magicka. Wow. Ja, Kosten 108, ja, ist richtig. So, so, haben wir uns ausgelacht. Ja. Na komm. Komm, komm, komm. Ja, aber ich muss auch mal ein bisschen Zerstörung langsam mal hochkriegen. Schade, der ist jetzt nicht über über den Fußschalter gelaufen. Über den Bodenschalter. Ja, ein bisschen schade. Nee, das andere, das war jetzt einfach aus dem Effekt raus. Er wollte fliehen vor uns und rennt voll in die Falle. Es war so gut. Es war so gut. Hübsch. Das kommt mir aber bekannt vor. In so einer ähnlichen Anlage waren wir schon mal. Vom Aufbau her.
wie immer den Wasserfall gucken. Ja! Großartig. Nee, hier ist nichts mehr. Oh, ich liebe das Real Water 2. Oh, das ist sowas von sexy. Scheißegal, wo es ist. Drinnen, draußen, oben, unten. Völlig wurscht. Sieht immer gut aus. So. Die Frage ist jetzt, wo steht die Lösung für das Rätsel? Weil wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann werden Flammen angehen oder sowas. Das ist nicht euer Ernst! Da kommt noch ein Schritt! Okay. So, genau. So, hier kann man so ein paar Sachen sehen. So, also hier haben wir schon mal die Schlange drin. So, das heißt, da kommt die Schlange. Das ist gut. So, und die anderen müssen wir jetzt, wenn wir jetzt auf den Schalter gehen, müssten die sich drehen. So, links ist Delfin. Oder Fisch oder was auch immer. So, normalerweise könnte ich jetzt auch seinen Körper hier wieder draufpacken. Ach ja. So, da ist Vogel. Fisch, Vogel, Schlange und... Fisch. So. Seht ihr? Die Rätsel sind nicht schwer. Man muss nur wissen, wie. Und ich wusste es nicht mehr. Aber mir war noch so, als wenn man in einen von denen reinrennen konnte. Ich lege die mal wieder drauf da. Nee, der ist nicht tief genug. Der auch nicht. Ich muss ihn jetzt gleich noch wieder runternehmen. Nee, konnte man es doch nicht. Gut.
Nee, geht nicht nochmal hoch. Gut. Ja, so ein bisschen Blödsinn machen. Ja, hier liegt noch. War das gerade eine Dwemer-Axt, also eine Zwergen-Axt? Was machen diese exotischen Sachen? Ja. Was machen diese exotischen Sachen? Oh, das ist so schön, wenn Fallen für einen arbeiten. Nicht ganz so komisch wie der andere, aber es ist gut. Das gefällt mir. Schon wieder eine Dwemer-Waffe. Was machen Dwemer-Waffen in alten Nordruinen? So, die Dinger sind immer mit Vorsicht zu genießen. Ein Goldbarren. Das war mir schon fast klar. Das ist schon ein bisschen schade, dass man das wie bei Indiana Jones machen kann, wo er das am Anfang auch probiert, was runterzunehmen und dann gleichzeitig irgendwas mit ähnlichem Gewicht wieder drauf zu packen. Wer die Filme nicht kennt, ja, unbedingt gucken. Also Teil 1 bis 3 ist super. Teil 4 hat es nie gegeben. So. Ja. Nee, ich mag das. Ich mag das. Manche von den Ruinen sehen wirklich gut aus. Und das ist eine von denen, die wirklich mehr oder weniger einzigartig ist. Verwinkelt, überall Stufen, Treppen, unterschiedliche Decken. Hier merkt man noch, dass die Levelgestalter noch richtig Spaß gehabt haben. Seht ihr? Es ist der Hammer. Wartet mal. Illusion ist das, glaube ich. Nein, wo haben wir es denn? Da. Guck mal, wie geil das ist. So, und das wird ein harter Kampf werden, das weiß ich noch. Puh.
Toll, der ist im Stehen gestorben. So, ich möchte noch mal ganz kurz anmerken. Ich spiele auf Härtegrad Meister. Ich könnte noch auf Legendär schalten. Ja, das ist alles, was noch da ist. Na, also nur mal so zur Info. Ach, Mist. Also ich hatte den Kampf etwas härter in Erinnerung. Etwas. Ein Tick. Ein Hauch. Ich hatte das ein Hauch schwerer Erinnerung. Was unter Umständen daran liegen könnte, dass ich immer mit kleinem Level hier rein bin. Ja. Du bist großartig. Nee, der ist nicht da. Hä? Irgendwo läuft hier noch einer. Gut. Ich würde sagen, wir haben alles geplündert. Dann geht's weiter. Puh. Weißt du, wie schlimm das ist, wenn man sich immer noch so halb an die ganzen alten Ruinen erinnern kann? Ich glaube, bei mir ist eine Falle dran. Was? Ein dätrisches Schwert? Wir haben hier gerade ein dätrisches Schwert gefunden. Ist doch irgendwo was da.
So, hier ist eine Wortwand. Frieden, kühnes Frieden. Das könnte unter Umständen mal brauchbar werden. So, und mir war so, als wenn hier irgendwo eben Erz zwei Hände. Ich werd bekloppt, was hier alles rumliegt. Was für geiler Scheiß. Also jetzt mal ehrlich, wenn das hier ein Anfängerlevel wäre, aber wenn man jetzt ganz am Anfang reingegangen wäre, hätte man schon drei obergeile Waffen gekriegt. Nee, das ist großartig. Das eine war hier, wartet mal. Das eine war das Dädrische Schwert, das haben wir jetzt gerade gefunden. Davor haben wir den Ebenerzstreitkolben gefunden. Ein Ebenerzschwert. Den Elfenstreitkolben haben wir auch hier drinnen gefunden. So, und die Zwergenaxt. Gut, die ist jetzt nicht ganz so der Obershit, aber ihr versteht schon, was ich meine. Das sind drei, vier geile Waffen. Also wenn ihr die jetzt alle verkauft hättet, hättet ihr schon wieder 300, 400, 500 Gold extra. Was sind die wert? Schaden 24, Wert 90. Wir haben schon bei 300. 1000. So, und ein Ebenerzschwert hatten wir eben gerade. Wenn nochmal sie. Eben! Wenn ihr das verkauft kriegt, ne? Also 1500 Gold waren das auf jeden Fall. Weil ihr kriegt ja nicht immer den Wert, der dran steht. Das ist ja auch halt. Na, ach, das wären wir eben 1500 Gold gewesen. Ungefähr ein Viertel von dem, was das Haus in Weißlauf kostet. Mal eben so. Mal eben so ein Viertel von dem. Das ist Hammer. Wirklich. Ups. Mann, irgendwie macht meine Maus hier wieder Probleme. So. Okay. Sehr schön. Ich liebe es. Das Problem ist, das Spaßige fängt ja erst an, wenn wir so ein bisschen mit den ganzen Fraktionen durch sind. Weil dann machen wir ja nur noch sowas hier. So, und jetzt sind wir nämlich schon wieder bei ihm im Büro. Ja. Tja, auch wo ist seine Leiche hin? Gut.
Sehr schön. Dann können wir die Saphirklaue jetzt dann auch weglegen. So. Wartet mal, ich habe noch mal ein anderes Problem. Mir ist gerade noch was eingefallen. Ich will mal kurz was gucken. Wenn das nichts ist, schneide ich es raus. Weil wir waren ja gerade schon oben. Wartet mal. Da war doch vorhin noch eine Treppe, wo wir hochgegangen sind. Da ging es doch noch höher. Nämlich hier hinten. Hier ist eine Treppe und wir sind hier schon rausgegangen. Hier. Und hier ist ja noch ein Stückel hoch. So, seht ihr, hier ist noch eine Tür. Meister. Hätten wir fast übersehen. Oh, Atmosphäre. Ist hier eine Falle dran? Nee. Nicht schlecht. Könnte besser sein, aber das ist nicht schlecht. Gut, jetzt haben wir aber alles. Da. Tja, ihr kleinen bösen Draugers. Nee, großartig. Wisst ihr was, es ist wirklich schlimm, wenn ihr dieses Spiel jahrelang nicht gespielt habt. Ich habe es mit Absicht, bevor ich das Let's Play angefangen habe, schon 2 Jahre lang nicht mehr wirklich gespielt. Meine Freundin weiterhin. So, aber ich nicht mehr. Ich habe mich dann noch um ein paar Mods gekümmert und so weiter, aber ich habe das Spiel großartig nicht mehr gespielt. Ich habe damals nur noch Mods ausprobiert. So, und einfach nur, damit ich für dieses Let's Play so ein bisschen weniger weiß, sag ich mal. Weil dieses Spiel ist eins meiner All-Time-Favorites. Und ich weiß so ziemlich alles über dieses Spiel. Wir haben immer noch so ein paar kleine Übersetzungsprobleme, was storymäßig und so weiter angeht. Und eventuell so ein paar Witze oder Easter Eggs angeht. Aber ich kenne dieses Spiel an sich in- und auswendig. Und das Problem ist aber, ich habe nicht alles vergessen. Ich habe immer nur Feinheiten vergessen. Das Grobe, was wie die ganzen Quests laufen und so, das weiß ich alles noch. Es sind nur die Feinheiten, die weg sind. Und das ist das, was mich immer so ärgert. Ich erinnere mich noch so halb an die Ruinen. Ich erinnere mich halb an die Quests. Ich erinnere mich halb an die Charaktere. Und es ist praktisch so wie ein Teil der Familie, den man 20 Jahre nicht gesehen hat. Falls überhaupt welche von euch schon so alt sind. Das ist furchtbar. So, und ich gehe jetzt erstmal ausladen. Wir sehen uns gleich. Bis dann.